So, machen wir mal weiter. Dann sprechen wir jetzt noch mit Jack. Dann glaube ich, mache ich auch erstmal eine Aufnahmepause. Ich glaube, ich habe da lange genug heute aufgenommen. Gleich noch ein bisschen Minecraft. Da passt das heute schon. Willkommen auf der Normandy, Jack. Ich bin Miranda, Shepards Stellvertreterin. Auf diesem Schiff werden Befehle befolgt. Sagen Sie dem Cerberus-Cheerleader, sie soll Abstand halten, Shepard. Ich bin nur wegen unserer Abmachung hier. Miranda gibt Ihnen Zugriff aufs System. Lassen Sie mich wissen, was Sie finden. Hören Sie das, Schätzchen? Wir werden Freundinnen. Sie, ich und jedes peinliche kleine Geheimnis. Ich bin dann unten im Frachtraum oder irgendwo an der Unterseite und lese. Ich stehe nicht so auf Durchgangsverkehr. Halten Sie Ihre Leute von mir fern. Ist besser so. Ach ja, die gute Jack. Aber die ist im Kampf echt um einiges besser als die Leute, die wir jetzt schon dabei haben. Und als nächstes weiß ich auch schon, wen wir rausholen werden. Oder besser gesagt, wen wir rekrutieren werden. Aber ich würde jetzt ganz gerne euch noch mal kurz das Schiff zeigen. Das habe ich nämlich bis jetzt noch gar nicht getan. Aber ich frage mal erstmal nach neuen Nachrichten. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Nochmals danke, Commander Shepard. Mr. Odina war so nett, diese Nachricht für mich zu übermitteln. Ich möchte nicht nochmals für Ihre Hilfe bei der Wiederbeschaffung der Leiche meiner Frau danken. Der Schmerz über den Verlust von Nirali bleibt zwar, aber dass sie ordentlich bestattet wurde, hat mich mehr getröstet, als Sie mich vorstellen können. War das Zentrop aus dem ersten Teil? Ich glaube schon. Ich habe auf der Erde ein Restaurant eröffnet, wie meine Frau es immer wollte. An der Wand hängt ein Bild von Nirella für die Nirelli. Und für Allianz-Soldaten ist das Essen umsonst. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, um den Mut zu ehren, den mit dem sie und meine Frau die Menschheit gedient haben. Hochachtungsvoll, Sam Bad. Ich glaube, der ist aus dem ersten Teil. Sie sind nicht tot, Ausrufezeichen. Emily Wong. Sie leben. Wie konnten Sie Ihre Tarnung den letzten 2 Jahre fallen lassen, ohne Ihre Lieblingsreporterin ein Exklusivinterview anzubieten? Wenn Sie mal Zeit haben und reden wollen, sagen Sie mir Bescheid. Emily Wong. Boah. Na, ich muss mal ordentlich zu dir sein. Ich habe die schon in den letzten, damals, mal, als ich durchgespielt habe, ein bisschen anders behandelt. Wir versuchen es mal auf den anderen Weg. Okay. Aber jetzt erstmal mit dem Fahrstuhl nach unten. Wir fangen ganz unten an, würde ich sagen. So, hier kriegen wir natürlich auch überall noch Sachen. Mit Edi können wir auch noch sprechen. Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Das Frachtdeck der Normandy. Es enthält Stationen zur Aufmunitionierung und Reparatur des Bodenfahrzeugs und des Shuttles der Normandy. Mein letztes Schiff hat keinen Shuttle gebraucht. Warum haben wir eins? Das Schiff ist fast doppelt so schwer wie die letzte Normandy. Es ist weitaus schwerer, damit auf Welten mit hoher Schwerkraft zu landen. Naja, für Joker wahrscheinlich kein Problem, aber okay. Da kommen wir noch nicht rein. In die beiden Räume, soweit ich weiß. Dann gucken wir uns hier erstmal um. Gehen erstmal in den Maschinenraum. Den kennen wir ja aus dem ersten Teil, also wer in dem ersten Teil dabei war halt. So. Hier sind diesmal 2 stationiert. Heilige Scheiße, Commander! Sie kommen extra wegen uns hier runter? Verdammt, Kenneth, was sind denn das für Worte? Sie sprechen mit unserem kommandierenden Offizier. Ich mache eine Tour durchs Schiff, um meine Crew kennenzulernen. Ich bin Techniker Ken Donnelly, zuständig für die Energieversorgung. Das ist Gabby. Ihr meint eigentlich Technikerin Gabriella Daniels. Ich bin zuständig für die Antriebssysteme. Was können wir für Sie tun, Commander? Ist bei Ihnen hier unten alles in Ordnung? Wir können uns nicht beschweren. Wenn es nur nicht so lange dauern würde, die FBAs zu kalibrieren. Kenneth, Sie beschweren sich. Was für Probleme haben Sie? Beim Upgrade der Normandy wurde bei den FBA-Kupplungen ein wenig geschlampt. Ich will Sie nicht mit Tech langweilen, aber im primären Energieversorgungssystem gibt es eine Reihe von Dämpfern, die Ableitung im Kraftfeld... Kenneth, Sie langweilen den Commander mit Tech. Kurz gefasst, wenn wir T6 FBA-Kupplungen installieren könnten, wäre der tägliche Wartungsaufwand viel geringer. Warum ist sowas noch nicht installiert? Vermutlich nur ein Planungsversäumnis. Die Effizienz leidet nicht darunter. Es betrifft lediglich die Wartung. Außerdem ist das Modell T6 ziemlich schwer aufzutreiben. Nation Stellar Dynamics hat die Produktion eingestellt. Auf den Märkten auf Omega könnte man vielleicht ein paar Gebrauchte finden. Aber für einen Landgang fehlt uns die Zeit. Das können wir übernehmen. Was halten Sie von Cerberus?
Eigentlich wissen wir über die Organisation so gut wie nichts. Wir kennen das Team der Normandy und unsere Mission. Und wir wissen, wer die Befehle gibt. Wir werden den Kollektoren volle Kanne in die Kronjuwelen treten. Mehr muss ich nicht wissen. Wo wurden Sie ausgebildet? Gabby und ich haben bei der Allianz angefangen, auf der SSV Perugia. Sie war bei der Schlacht um die Citadel in der ersten Angriffswelle. Wir haben die Sovereign mit eigenen Augen gesehen. Warum haben Sie die Perugia verlassen? Nach ihrem Tod verlor Anderson an politischem Einfluss. Der Rat hat die Reaper-Bedrohung geleugnet. Sie haben die Sovereign als isolierte Bedrohung bezeichnet, als einzelne... Das war scheiße. Sie sagten, ihre Warnungen vor einer größeren Gefahr wären entweder Irrtümer oder Wahnvorstellungen. Wir haben den Respekt vor der Führung der Allianz verloren. Wir müssen den wahren Feind bekämpfen. Und anscheinend tut das nur Cerberus. Wie sind Sie bei Cerberus gelandet, Ken? Sobald sie weg waren, kamen die hohen Tiere von der Allianz und haben wie die Geier alles in Stücke gerissen, was sie gesagt hatten. Ich habe sie in aller Öffentlichkeit verteidigt und mit nichts hinter dem Berg gehalten. Das ist noch untertrieben. Wäre Kenneth nicht so ein begnadeter Techniker, hätten sie ihn wegen Insubordination vors Kriegsgericht gezerrt. Dadurch wurde der Unbekannte auf mich aufmerksam. Er hat mir ein Angebot gemacht und jetzt bin ich hier. Wie war es bei Ihnen, Gabby? Kenneth und ich sind Partner, seit wir gemeinsam den Abschluss an der Tech-Akademie gemacht haben. Als er das Angebot von Cerberus bekam, habe ich darauf bestanden, mitzukommen. Ohne mich fällt er doch auseinander. Danke, Mami. Außerdem liebe ich Maschinen. Und die Normandy repräsentiert den derzeitigen Stand der Technik. Ich musste die Gelegenheit, hier zu arbeiten, einfach wahrnehmen. Na, dann hätten wir doch jetzt alles hier unten. Jawohl, Commander. So, die Kupplung auftreiben, das kriegen wir hin. Da fällt mir nicht ein, das habe ich die letzten Jahre oder damals nicht gemacht. Hab ich doch gesagt. Tja, wir sind einfach nett. So, jetzt gehen wir mal zu Jack hier runter. Fragen mal, ob die noch irgendwie was braucht oder so. Hey. Erzählen Sie mir von sich, Jack. Ich informiere mich noch über mich selbst. Danke, dass Sie mir Einblick in diese Dateien gegeben haben. Wenn es Ihnen hilft, bin ich auch zufrieden. Machen Sie hier nicht auf Kumpel. Sie brauchen mich, damit ich für Sie töte. Ich brauche Sie wegen der Dateien. Belassen wir es dabei. Ihre Freunde von Cerberus machen ein paar echt üble Sachen. Ich werde etwas Nützliches finden. Ich weiß es einfach. Was verbindet Sie mit Cerberus? Sie haben mich in einer Forschungseinrichtung großgezogen. Ich bin als Kind entkommen. Seitdem bin ich auf der Flucht. Und Sie haben mich seitdem immer verfolgt. Aber schon bald werde ich den Spieß umdrehen. Sie wissen schon, dass Sie nicht in dieser Ecke hausen müssen, oder? Es ist dunkel, ruhig und schwer zu finden. Für mich bedeutet das Sicherheit. Dieses Schiff ist sehr mächtig. Sie könnten ein Pirat werden und wie ein König leben. Ich könnte helfen. Wir müssen die Kollektoren aufhalten. Ich habe keine Zeit für das Piratengeschäft. Wenn es vorbei ist, sind wir entweder tot oder hier draußen im All. Mit diesem Schiff. Bedenken Sie nur, jede Menge Credits, die Freiheit, überall hinzugehen und so viel Chaos und Kämpfe, wie ich haben will. Was fasziniert Sie eigentlich so sehr am Töten? Immer wenn jemand stirbt und ich bin's nicht, steigen meine Überlebenschancen. Ganz einfach. Ich muss jetzt gehen. Okay. Na, wenigstens haben wir mit ihr gesprochen. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir nach oben, zweite Etage. Und dann mache ich auch gleich drauf eine Aufnahmepause. Ich habe mir nämlich schon den Mund hier trocken gesabbelt. Weil schon langsam nicht mehr, was ich erzählen soll. So, ab im Aufzug und ab nach oben. Ins Mannschaftsquartier. So, hier hätten wir dann einmal das Crewquartier. Es ist einfach zu gefährlich in New Campen. Ich lasse meine Aber da spricht keiner mit uns. Können Sie sich das lassen? Shepard, die Herrentoilette ist auf der Backbordseite des Schiffes. Achso, das war die Damentoilette. Ja, woher soll ich denn das wissen? Aber da ist sowieso nicht viel der drin. Der Zugang zur Lebenserhaltung ist beschränkt. Na, sieht genau gleich aus. Sie ist auch nicht zu finden. Crewdeck, Fahrstuhl. Was haben wir sonst noch? Nur Normen, die der Name oder was? Naja. Mal wieder das Überraschungsmenü. Muss das sein, Rupert? Tut mir leid, Prinzessin. Commander Shepard, der Held der Citadel. Sie waren an diesem Tag der Stolz der Menschheit. Ich bin Mess Sergeant Rupert Gardner. Was kann ich für Sie tun? Aufgabe, Meinung der über Cerberus, Beitritt zu Cerberus, Aufgaben. Was ist Ihre Arbeit hier auf der Normandy? Fragen Sie lieber, was ich nicht mache.
Die meisten halten mich für den Schiffskoch, aber ich bin auch Techniker und Verwalter. Heizung, Lüftung, Klima, Installation und Elektrik. Solange es nicht um die Mission geht. Ich sorge dafür, dass alles sauber ist und läuft. Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich komme zurecht. Aber haben Sie je versucht, mit Militärvorräten was Anständiges zu kochen? Ich bin gut, aber Wunder kann ich nicht vollbringen. Die Kollektoren zu besiegen dürfte ziemlich hart werden. Die Crew verdient was Ordentliches zu essen, bevor sie sich in die Hölle stürzt. Was brauchen Sie? Wenn ich ein paar gute Zutaten hätte? Ach, Scheiße. Sie haben was Besseres zu tun, als auf der Citadel Gemüse einzukaufen. Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Wenn ich dorthin komme, halte ich Ausschau danach. Besten Dank. Das meiste auf dieser Liste ist vermutlich Standard für die Muttersöhnchen auf der Citadel. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Nee, eigentlich nicht. Ich werde Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Zurück an die Arbeit. So, dann sprechen wir noch mit Miranda. Die müsste, glaube ich, hier sein. Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Sie haben sicher eine Menge Fragen. Cerberus ist nicht so böse, wie die meisten glauben. Wenn ich Ihre Zweifel zerstreuen kann, werde ich das gerne tun. Also, was möchten Sie wissen? Erzählen Sie mir von sich, Miranda. Das ist nur fair. Immerhin habe ich in den letzten 2 Jahren alles über Sie erfahren, was es zu wissen gibt. Sie sollten wissen, dass ich umfassend genetisch modifiziert wurde. Es war nicht meine Entscheidung, aber ich mache das Beste daraus. Das ist einer der Gründe, warum der Unbekannte mich ausgewählt hat. Was immer ich tue, ich bin meistens ziemlich gut darin. Sie sind eingebildet, sie sind modifiziert, auf Wiedersehen. Von welchem Ausmaß an genetischer Modifikation reden wir hier? Sie war ziemlich umfassend. Ich bin in vielerlei Hinsicht überlegen. Meine Wunden heilen schneller. Und ich werde wahrscheinlich 1,5 Mal so lange leben wie ein Durchschnittsmensch. Meine biotischen Fähigkeiten sind auch sehr weit entwickelt. Für einen Menschen. Dazu kommen das beste Training und die beste Ausbildung, die man für Geld kaufen kann. Das Ergebnis ist wirklich ziemlich beeindruckend. An Selbstbewusstsein mangelt es Ihnen jedenfalls nicht. Es ist einfach eine Tatsache. Meine Reflexe, meine Stärke, sogar mein Aussehen. Alles ist darauf ausgelegt, mir einen Vorteil zu verschaffen. Es macht keinen Sinn, sich davor zu verstecken. Aus genau diesem Grund überträgt mir Cerberus seine gefährlichsten, riskantesten und technisch anspruchsvollsten Operationen. Und deshalb wurde ich auch Ihnen zugeteilt. Es ist mein Job, dafür zu sorgen, dass Sie Erfolg haben, Shepard. Danke für die Information, Miranda. Wir reden später weiter. Natürlich, Commander. Wie Sie wünschen. So, und dann noch mal einmal, ich glaube, Garrus war vorne, ne? Im Hauptgefecht stand. Den kennen wir noch aus dem Anfang. Hier ist ja alles in die Luft geflogen. Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Sicher. Ich überprüfe nur gerade die Waffensysteme. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ich dachte, ich hätte bei unserem Kampf gegen Saren alle Waffen gesehen, die es in der Galaxie gibt. Bei den Söldnern hat sich das als Irrtum erwiesen. Und jetzt baut Cerberus die Normandy wieder neu, mit ein paar schicken Upgrades. Ich wünschte, wir hätten uns ihnen früher angeschlossen. Wir haben uns Cerberus nicht angeschlossen. Sie finanzieren unsere Mission, das ist alles. Ganz ruhig, Shepard. War nur so dahingeredet. Ich möchte Ihr Urteil nicht in Frage stellen. Nicht, nachdem ich meine Einheit in den Tod getrieben habe. Wie konnten diese Söldner ihr Team ausschalten? Es war meine eigene verdammte Schuld. Einer meiner Leute hat mich verraten. Ein Turianer namens Sidonis. Er hat mich weggelockt, kurz bevor die Söldner meine Einheit angegriffen haben. Und ist dann verschwunden. Außer mir sind jetzt alle tot. Wegen ihm. Und weil ich es nicht habe kommen sehen. Sind Sie sicher, dass es Verrat war? Vielleicht haben Sie Sidonis zuerst ausgeschaltet. Nein. Ich habe ein paar alte Kontakte angebohrt. Er hat kurz vor dem Angriff einen Flug von Omega gebucht. Außerdem hat er vorher noch seine Privatkonten leergeräumt. Er hat mich verkauft und ist dann abgehauen. Wissen Sie, wo Sidonis jetzt ist? Nein. Seine Spur verliert sich, nachdem er Omega verlassen hat. Aber ich werde ihn weiter jagen. Ich habe mein ganzes Team verloren, außer Sidonis. Eines Tages werde ich ihn finden. Und dann bringe ich das in Ordnung. Danke, dass Sie vorbeigeschaut haben, Shepard. Ich habe jetzt ein paar Sachen zu erledigen. Naja, die Schuld, die er sich gibt, haben wir noch nicht ausgeräumt, aber vielleicht können wir Sidonis erledigen, dann passt das schon. Das gleicht sich aus. So, jetzt gehen wir nochmal ins Medizinlabor.
Na, der Doc ist ja schon seit dem ersten Teil dabei. Commander Shepard, ich habe die Normandy mit Ihnen an Bord untergehen sehen. Schön, dass Sie am Leben sind. Ich bin schockiert. Sie dienen jetzt auf einem Cerberus-Schiff? Hat mich selbst überrascht. Dennoch bin ich hier. Ein Trauma, wie Sie es durchlitten haben, hätte die meisten stark verändert. Aber Sie anscheinend nicht. Willkommen zurück, Shepard. Frau Doktor, Sie waren jahrelang bei der Allianz. Warum gerade jetzt wechseln? Nach dem Verlust der Normandy erhielten die Überlebenden der Crew neue Posten. Ich wurde auf der Militärkrankenstation auf dem Mars stationiert. Ein respektabler Posten, aber eben nicht auf einem Raumschiff. Das Militärleben in einer Kolonie ist wohl nichts für Sie. Ich habe den Großteil meines Lebens auf Kriegsschiffen verbracht, ohne zu wissen, was die nächste Mission wohl mit sich bringt. Ich bin gewöhnt an das Brummen der Triebwerke, das Ächzen der Schotten, den leichten Schwindel, bevor die Beschleunigungsdämpfer sich zuschalten. Das Leben auf Planeten ist statisch und langweilig. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es von dieser Mission keine Rückkehr gibt. Sind Sie darauf vorbereitet? Ich habe die Rückeroberung von Shanxi überstanden, den Skyllianischen Angriff, wir haben die Schlacht um die Citadel und die Zerstörung der Normandy gemeinsam überlebt. Mein Leben war erfüllt. Ich bereue nichts. Ich möchte dafür sorgen, dass die Crew dieselbe Chance bekommt. Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich glaube schon. Die Krankenstation ist fast genauso wie die auf der ersten Normandy. Das Einzige, was fehlt, sind meine privaten Reserven. Sogar eine Flasche Ceres Ice Brandy, den ich für eine besondere Gelegenheit aufgehoben hatte. Ich halte die Augen nach einer Ersatzflasche offen. Oh, das ist nicht nötig. Sowas ist teuer. Und wir haben wirklich Wichtigeres vor uns. Ach, das können wir machen. Wir sehen uns später, Frau Doktor. Commander. Die mussten uns, glaube ich, auch schon ein paar Mal zusammenfliegen. Da kann man das mal machen. So, dann gehen wir jetzt oben ins Kapitänsquartier. Ne, hier, Quartier des Captains. Ab nach oben. Na, also unser Quartier sozusagen. Und hier seht ihr schon, wir haben hier zwei Schiffe, die Normandy SR1 und 2. Kleiner Größenunterschied. Und den Kreuzer. Unser privates Terminal. Ehrenmedaillen. Weltraumhamster. Niedlich. Der ist wirklich niedlich. Was hat er gesagt? Squeed? Witzig. Ehrenmedaillen, die sehen wir hier. Sehen Sie an Shepards Privatterminal alle Videos über Fortschritte in Kampfausbildung an. Oh, da habe ich keinen Bock drauf, aber naja. Entwickeln Sie eine beliebte Kraft weiter. Enthalten Sie für eine Waffe alle Upgrades. Okay, solche Sachen können wir hier halt noch machen. Und unser Aquarium Fische füttern. Also wir haben jetzt noch nicht so viele Fische, aber das werden mehr. Das ist genauso wie da oben, dass hier noch mehr wird, schätze ich mal. Mache ich lieber mal aus, bevor nachher wieder Probleme gibt mit GEMA und so. Ja, und damit würde ich erstmal sagen, mache ich eine kleine Aufnahmepause hier in Mass Effect. Wir haben jetzt lange genug aufgenommen. Über 2 Stunden und ich würde sagen, wir sehen uns morgen in der neuen Folge Mass Effect. Bis dahin, tschüss.